Alles klar. Du bist voll bereit. Ah ne, ihr habt dich jetzt so umgezogen. Okay. Das finde ich cool. Die sehen wenigstens zwar aus wie Ärzte. Die haben. Das ist vernünftig. Danke. So, die jetzt gerade weggeht. Sehr weit weggeht. Sehr, sehr weit weggeht. Ziehen wir dich vor. Die will halt nicht. Was? Floppy-Scheiben entdeckt. Ein Rückenleiden, das bei Betroffenen zu drastisch verringerter Aufnahmekapazität führt. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hier hinschicken. Chirurgie. Es gibt nichts, wodurch das Gesundheit oder gut oder schlecht, bla bla bla. Also Mittelmäßigkeit, ja, ist okay. Wir haben gut Geld gerade, wir haben sehr gut Geld. Gefällt mir. So, der Patient setzt sich jetzt da rein. Zieht sich um. Top frei. Ui. Ne, die kann nach Hause gehen. So weit sind wir noch nicht. So, da setze ich dann jetzt gemütlich dahin. Wie sieht eigentlich ganz kurz mit Einstellungen aus? Guck mal, bin ich genau pünktlich gekommen? Nee. Ja, doch, weil dich brauche ich ja hier. Oder? Warte, nee. Wo brauche ich Personal mit Dingens? Das hatte ich irgendwo gehabt. War doch für die Schildkröten, ne? Oder halt für die topfreien Leuchtungsklinik. Das können wir auch machen. Genau, die können wir eigentlich für alle freischalten, ne? Weil wir alle, brauchen alles gleiche. Behandlung. Ja, da würde ich den sogar tatsächlich nehmen. Macht tatsächlich sogar Sinn. Sehr gut. Hätten wir eigentlich die Topferei sogar auch schon fast bauen können. Aber ich möchte trotzdem ganz kurz hier gucken. So, der macht sich ja zu. Und er wird sogar zensiert. Guck mal an. Ui. Ja, okay, es sind die aber sehr, sehr stark zensiert. Da hätten die nicht mal zensieren müssen. Ach so, und Wecker natürlich. Ah, und eine Gummiente, natürlich. Das ist ja geil. Ah, die steckt er wieder zurück. Sehr schön. Das war's schon. Sie ist jetzt halt auch gar nicht weh. Da ist die Frau wieder da. Zack, fertig. So, wie sieht's hier hinten aus? Da können wir ganz kurz einen hier nehmen. Stationsverwaltung, nehmen wir uns eine hier. Verfügbare Teilnehmer. Ja, ich sollte die auch vielleicht erstmal aufleveln lassen. Da haben wir uns durch unsere ganzen Stationsleute erstmal durch. Es ist gut, es ist gut. So, dich können wir natürlich auch direkt weiterbilden. Passt. Training course completed. Mein Gott. So, hier ist dann wieder mal für die Mechaniker hier hinten. Und zwar möchte ich gerne, das wird jetzt aber ein bisschen dauern dann. Wobei, dann nehmen wir eh nur dich hier, weil du bist der Einzige, der fortgebildet werden kann. Dich bilden wir jetzt nämlich in Instandhaltung 3 aus, von ihm hier Kurs starten. Viel Spaß. So, hier wird Diagnostik beigebracht. Wie sieht's aus mit Arbeitern? 10 Tagen. Warten wir ganz kurz die 10 Tage ab. Allgemeinmedizin ist fertig, das ist auch gut. Wir warten trotzdem kurz die 4 Tage ab. Weil vielleicht können wir neue Mitarbeiter da reinsetzen. Das ist echt interessant, ne? Diese komplette Erkältung ist weg, bis auf diese Husten, ne? Ich krieg den echt nicht los. Alter. 3 Leute, muss es sein? Der tut das ja nicht. Junge, hör auf zu sterben. Ein Arzt mit Diagnostik. Tut mir leid. Wäre schön gewesen, brauche ich jetzt aber nicht, ne? Hier auch nicht und dich auch nicht. Schade. Das war leider nicht so sinnvoll. Dann nehmen wir uns eben hier Personal, einen Arzt.
Bilden wir den dann fort. Korrekt. In Allgemeinmedizin, bitteschön, Kurs starten. Und dann hätte ich gerne noch einen Diagnostiker. Der kann mich jetzt mal anfangen, weil es zumindest hiervon nicht so weit hängt. Und den bilden wir jetzt aus in Diagnostik 2. Ein Gastausbilder. So, wir haben jetzt ganz am Anfang des Monats 30.000 plus. Das können wir doch nutzen, um eben ein Spritzenzimmer zu machen. Das klingt gut. Warte, wo ist denn unser... Ich helfe dir mal ganz kurz nach vorne zu kommen. Mein Gott. So, die Frage, wo setzen wir es denn hin? Ich würde sagen, vorerst hier hin, oder? Nein, vorerst dahin. Nur kurz eben. Zimmer. Da, Spritzenhaus. Ist mich 3x3, das passt mich eigentlich ganz gut. Zack. Ein Arzneischrank, ein Abfalleimer, ein Feuerlöscher. Ein Heizkörper. Okay, passt halt nicht dahin, auch nicht schlimm. Eine Kaffeemaschine. Eine kleine Pflanze. Und dann kriegst du hier noch... eine Uhr über die Heizung, klar. Das Anschlagbrett für hier. Ich würde sagen, wir setzen einfach noch einen Schrank rein, oder? Ja. Zack. Und den Rest klatscht man wieder mit Goldstern voll. Zack und zack, 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 zack. Zack. Passt. Dann können wir das mich jetzt auch behandeln. Würdest du bitte deine Arbeit tun? Du hast nur eine Arbeit, weißt du, einen kompletten Krankenhaus, du musst nur eine einzige Sache machen. The latest invention from Bungle is here. The automatic nocturnal nail robot. This sentient little fellow will clip and file your nails while you sleep. This if you're crazy enough to let one inside your house. Hat sich geweigert zu bezahlen. Bei 30.000, so ist echt weh. Muss ich echt zugeben. Er ist halb so wild. So, nochmal ganz kurz gucken hier. Reiche Stufe 5 und Pausenzimmer. Weißt du, was machen wir eben? Wir können das Training, das Pausenzimmer ja mal eben umbauen. Und die letzte können wir sein lassen. Da kommt die Tür rein. So. Ihr wollt ein neues Pausenzimmer haben, kriegt ihr. Och, das ist ein Boxsack, ne? Ne, der kann da weg. So, die Dartscheibe kommt direkt daneben. Gut. Hier machen wir noch einen Fernseher rein, einfach falls ihr das mal irgendwie so gucken wollt. Ja, nee, den Sitzsack machen wir nicht dahin. Das Trainingsgerät kommt dann hier hinter. Mit einem Boxsack daneben, falls ihr da Bock drauf habt. hier kommen ein paar Automaten hin. Ein Getränkeautomat, ein Energy-Drink-Automat, ein Luxus-Getränkeautomat und ein Snack-Automat. Salz-Snack machen wir nicht mehr, wie gesagt. Ein Luxus-Snack können wir noch machen, aber der kommt dann dahin, oder? So, ja. Weil da passt es nicht unbedingt, weil sonst kommt... Es ist dann sonst doch zu eng. Machen wir noch einen Mülleimer hin. Da oben auch. Einen Feuerlöscher setzen wir direkt daneben, weil es sind ganz viele Maschinen. Beim Ausgang kommt ein Desinfektionsspender hin, weil wenn ihr rausgeht, solltet ihr euch schön die Fingerchen sauber machen, ne? Also zumindest desinfizieren. Dann machen wir hier noch drei Spielmaschinen hin. Und einen kleinen Kaffee. Automaten, Maschinchen, wie auch immer. Einen Trinkbrunnen daneben noch, für die Leute, die keinen Bock haben auf irgendwie was von den Sachen da.
Ein Bücherregal. Das machen wir also mittig hin. Mein Güte. Und zwar so. Und dazu kommen dann Sitzsäcke. So. Zack. Einfach so ein bisschen was zum Lesen, so die kleine Leseecke, ne? Was kann ich euch sonst noch geben? Nichts, ne? Das war's eigentlich sonst nicht. Na, Teppiche können wir noch machen. Ja, die kommen dahin. Das ist für die Leute, die quatschen wollen. Hier kommt kein Teppich. Wobei, doch, machen wir für die auch noch einen Teppich hin. Kann ja nicht schaden. So, noch ein Telefon für... Das wollte ich mich auch noch reinsetzen. Genau, zwei Telefone. Falls ihr was Wichtiges zu besprechen habt, die setzen wir mal rüber. Aufs Fenster scheißen wir, wie gesagt. Dann ist der Automat ein bisschen freier. Ein sehr schöner Pausenraum, gefällt mir. Und hier machen wir noch ein Anschlagbrett hin. Für die Informationen, weißt du? Das ist echt ein schöner Pausenraum. Der gefällt mir sogar noch besser als in der letzten Krankenhausdingens da. Doch, der ist sehr, sehr schön. So. Haben wir erfolgreich erfüllt. Tja. Dann kommen wir jetzt noch zum Einstellen in 12 Tagen. Ich hoffe, da sind ein paar schöne bei. Ein paar schöne Ärzte und so. Die da oben hoffe ich, werden auch schnell behandelt, weil da sieht es nämlich gerade ein bisschen negativ aus. Hier unten wird es gerade ein bisschen leer, das gefällt mir. Wenn der Ruf auf 0 ist, ist die Personenanzahl, die hier reinkommt, eigentlich sogar noch am angenehmsten. Ah, ich glaube, wir haben zwei Mitspritze, ne? Einige bei Ärzten. Ich glaube, wir hatten das. Mal ganz kurz gucken, wir waren Spritzenbehandlung. Die war doch bei. Doch hier, ne? Den haben wir eins. Zwei haben wir da tatsächlich. Ne, das brauchen wir nicht mehr. Tut mir leid. Deswegen können wir auf den scheißen. Brauchen wir beides nicht. Der hat zwar alles, ne? Aber tut mir leid, brauchen wir nicht. Ist unnötig. So, wir sind trotzdem noch ein Plus am Anfang des Monats. Obwohl wir jetzt hier. So ist das. So das Spielziel, den ich jetzt gerade ausführe, ist doch am besten. Ich habe so ist das Spiel auch gedacht, dass man spielt. Ach ja, gut, ich würde sagen, hier machen wir nochmal ganz kurz Pause, zumindest ich, weil jetzt die 2-3-Stunden-Marke geknackt ist, zum Bearbeiten, weil sonst ist halt alles ein bisschen zu kacke, ne, im Bearbeiten. Deswegen immer speichern und dann sage ich bis gleich. So, weiter geht's. Willkommen zurück zu diesem schönen Krankenhaus. Oh, wo ist denn unser schwarzer Geisterjäger? Dich bräuchte ich mal ganz kurz, sehe ich gerade. Die Farblosigkeit können wir nochmal ganz kurz wegschicken. Die können wir jetzt aktuell noch nicht ganz so zu 100% gebrauchen, aber später vielleicht. Wo haben wir sie denn, Monsieur? Ungünstig, dass du gerade da drin stehst. Hä? Wie kennst denn du das bei... Ah, nee, du bist es gar nicht. Ich wollte schon sagen, der Geistjäger müsste eigentlich nur Geistjägerei haben. Der kann es sogar nicht haben. Ja, wo haben wir dich denn? Mister Typ. Da. Einmal aufsaugen, genau. Eingestellt haben wir gerade eben erst. Nurse wanted in Cardiology. Na, guck mal, jetzt langsam läuft es hier. Ich meine, klar, haben wir jetzt durch den Ruf nicht so viele Leute sind, aber ganz ehrlich. Ist noch gut drin. Das sind jetzt, die sind einfach nur ein bisschen aufgeteilt, aber ohne Scheiß sind immer noch gut viele da dabei. Tatsächlich. So, warte, wir können doch bestimmt auch mal hier Geräte ausbessern. Den hier zum Beispiel. So. Da können wir jetzt mal das Stationspersonal ein bisschen erhöhen. Oh Gott. Wobei, das ist noch kein Level hoch, ne? Ne, es geht gar nicht. Okay, dann können wir mal hier... Kann der Chirurg aufgebessert werden? Stimmt. Chirurgie 3, ja, aber guck mal, läuft doch. Gib ihm. Somit haben wir 20.000 ausgegeben diesen Monat, das reicht erstmal wieder für den August. Instandhaltung ist jetzt gerade ein bisschen negativ. Ich glaube, wir müssen bald noch einen neuen einstellen.
Oh. Oh, das ist traurig. Ja, wir brauchen noch einen Nurse gleich. Oh, die Temperatur ist jetzt ziemlich niedrig. Stimmt, habe ich hier sowas wie die Temperatur sogar nicht drin, ne? Ja, die Temperatur zumindest können wir kurz reinsetzen, bevor wir den Raum groß ausbauen. Reicht ja. Erstmal. Weil der wird ja gleich eh umgebaut komplett, ja? Wie gesagt, da kommt ja noch einiges anderes Zeug rein. Und zwar die hier. Oh, dieser Monat ist mal schlecht. So, Personal. Gibt's hier kein Level? Bei dir gibt's ein Level. Aber ich weiß nicht, ob ich das leisten kann. Gerade bei dir jetzt auch nicht so unbedingt. Deswegen lasse ich euch beide nochmal kurz sein. Okay, wir hängen jetzt gerade alle bei der Diagnose fest. Komplett. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Da geht's auch gerade nicht hoch. Ja, dich machen wir in Diagnosis. Diagnostik 2. Wir können noch einen weiterbilden. Kann ich mir aber gerade nicht leisten. Ich kann natürlich jetzt hier auch jetzt nicht so viel wegziehen. Das ist halt ungünstig. Nee, hier lässt sich jetzt gerade nicht so viel machen. Alter! Den nehmen wir natürlich. Auch wenn er jetzt viel kostet, ja? Aber, falls wir eine Psychiatrie brauchen sollten, haben wir jetzt zwei gute, und da ist einer sogar sehr gut bei. Das ist praktisch. Dann können wir doch eigentlich jetzt, pass auf. Ach, Käse. Hä? Habe ich noch gar nicht gelevelt ab hier? Stimmt. Kann der auch gar nicht. Tja, dumm gelaufen. Nee, einstellen. Krankenpfleger. Das ist gut. Energiegeladen, motiviert, weint bei Sitcoms. Das war schön. Weil wir haben hier ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 würden wir dann haben, ne? Das tun wir auch, damit die Diagnose hier schneller vonstatten geht. Genau. Da jetzt hier gerade nicht anscheinend nicht so eine lange Warteschlange ist, dann werden wir dich jetzt auch direkt weiterbilden. Und zwar hier die Pflegeschülerin. Wobei ich glaube ich tatsächlich. Wo, weißt du was? Ich glaube, ich setze dich. Warte mal ganz kurz die Musik machen. The doctors say it's nothing to worry about, though. Ich glaube, so I'm just gonna keep playing records till someone tells me to stop. Die Station geht gerade ganz klar eigentlich hier. Spritzen gehen auch, aber Chirurgie, die brauchen mich eigentlich ganz dringend. Die ist sogar eigentlich viel wichtiger als der andere Kram. Das heißt, du wirst fortgebildet in Behandlung. Das macht viel mehr Sinn. Dann nehmen wir einen von den Spritzen, Leute. Das macht mehr Sinn. Ja. Ich hoffe, die Behandlungen gehen jetzt gleich hier klar, weil eigentlich müssen wir genug Leute haben, damit wir mit dem Geld auch klarkommen. Wir sollten eigentlich ins Plus kommen. Die hängen jetzt halt alle über der Diagnose fest. Achso, Leute, jetzt ist einfach in Chirurgenkleidung da rum. Helfen wir dir mal. Sonst sterben die ja noch. Achso, ja, da die Notfallpatienten, ja, cool. Der Arzt ist jetzt erst da. Ich finde es tatsächlich in so einer Linie warten eigentlich geil, als wenn die auf dem Becken oder überall rumlaufen, ne? Ohne Scheiß. Finde ich eigentlich schon viel besser. Naja. Tja, ja. Der kommt als nächstes. Ne? Ja. Brauchen wir nur noch ein bisschen Geld. Nurse required in cardiology.
Aber wir sind doch gleich auf schnell. Daran hängt es auch ein bisschen fest. Ja, Geld geht gerade zur Neige, ich weiß, bla bla. Ich hoffe, da kommt jetzt einer mit Arztpraxiskenntnisse hier. Das wäre schön. Patient nach Hause schicken. Ja, das ist auch okay. Krieg Klokoller, Gas, die schwache Blase, hat ein Teleskop geschenkt bekommen. Bla 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 bla. Du gießt auch auf die hier. Das ist gut. Jetzt haben wir nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Können wir noch einen neuen Raum dazusetzen. Das ist gut. Sehr, sehr gut. Und dich bilden wir jetzt natürlich direkt fort in Allgemeinmedizin. Macht Sinn, ne? Kurs starten. So. Dann können wir mich jetzt den Raum nehmen, kopieren und dahin setzen. Sollte ja funktionieren. Maintenance announcement. Guards need water. Der ist bei der Behandlung verreckt. Das ist so ärgerlich. Okay, die gehen jetzt alle was zu trinken und so holen. Macht Sinn. Gebe ich zu. Wir müssen das hier oben eigentlich ausbauen, aber das... Dafür brauchen wir erstmal ein neues Gebäude. Wenn wir ein neues Gebäude haben, können wir nämlich die Räume umsetzen. Heißt, wir brauchen ein großes Gebäude, weil da muss ja die Frakturdings und die Dingens hier, die Station, müssen reinpassen. Das heißt, ich würde das am liebsten, da die auch zusammen nebeneinander sein sollen, irgendwo reinsetzen, wo nur die beiden reinziehen. Das ist zu groß, das ist zu groß. Ich habe die setzen wir hier rein. Da würden die ganz gut reinpassen. The new number one album from Jasmine Odyssey. Psychiatrie. Featuring the hit singles, Nice Smelling Face. You got a nice smelling face. And Fish Whispers. Fish Whispers. Well, that's all I can hear. Salivation, the new number one album from Jasmine Odyssey, is out now. Wahrscheinlicherweise klingt die Musik gar nicht mehr so scheiße. Die ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht. This is Two Point Radio. Krass. Ja, interessant. Bücherregal kriegst du noch hier reingesetzt, genau. Dann noch einen schönen Teppich. Wieder, damit ich euch schön triggern kann, so ein bisschen schräg. Hey. Und den Rest machen wir da wieder voll. Einmal genau ein Anschlagbrett noch hier drinnen hin. Plumps. Und eine Uhr über die Heizung, so wie immer. Ein Kamin! Ach, was. Der hat ja voll viel Zeug, Alter. Dann scheiß auf sowas hier. Junge. Warte, Kamin, was hast du da für Beschreibung? Sorgt für Wärme und ein nettes Ambiente. Sollte doch eigentlich reichen, oder? Ja, voll geil. Diagnosebücherregal. Bücher über Psychiatrie, die die Diagnosekompetenz erhöhen. Auf jeden Mann. Behandlungsbücherregal. Bücher über die Psychiatrie, die die Behandlungskompetenz erhöhen. Zwar nur 2%, aber ganz ehrlich, gib ihm. Einen Sichtschutz. Wenn man sich hier Kaffee macht, muss man auch in Ruhe da stehen können, ne? Dann macht man so einen kleinen Sichtschutz hin. So für die Leute, die dann trinken und Kaffee wollen. Cool. Drehen wir die um, einfach damit es ein bisschen ordentlicher aussieht. Genau. Ja, fett. An dir fehlt noch ein bisschen was an Prestige. Das dachte ich mir irgendwie schon fast. Eine Lampe. Wandelt elektrische Energie in Licht und Wärme um. Die holen wir uns auch noch, weil die passt mich eigentlich ganz gut hier rein. Mein Gott. So, Goldstern. Eigentlich halt ärgerlich, weil es mich eigentlich super hässlich ist, diese Scheiße. Und der Raum jetzt eigentlich gerade echt cool aussah, aber was willst du machen, ne? Mein Gott, passt jetzt nicht nirgends mehr hin. Sehr schön. Psychiater haben wir ja auch schon.
Lohnt sich also. So, hier ist gerade fortgeschritten. Wie sieht's denn bei unserem Personal in mich hier hinten nochmal aus? Da ging nichts mehr, ne? Genau. Boah, ich muss auch erst kurz warten. Ansonsten geht gerade eh nicht viel, ne? Wir können aber den hier... Nee, können wir keinen fortbilden, ne? Dann müssen wir ganz kurz auf Beförderung, genau. Einstellen in 6 Tagen. Sehr gut. Zur Beförderung. Wer bist du denn? Patient nach Hause schicken. So, wir haben gerade... ich habe hier einen befördert, ne? Genau, dich. Du lernst bitte Behandlung 2. Ja, der Oberpfleger hat das zum Glück. Den bräuchte ich nicht. Ich mache das ganz echt für 10.000 extern, weil den brauchen wir da oben. Ist leider doch zu wichtig, leider. Du bist ja mit Reinigung, ne? Dann bist du der Geisterjäger. Einstellen in 2 Tagen. Gucken wir mal ganz kurz, was da kommt. Bitte jemand für Arztpraxis. Na. Das ist cool. Da bin ich zufrieden mit. Wie viele haben wir jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Für 4 Räume. Ist perfekt. Das heißt, die Anzahl haben wir jetzt erfüllt. Diagnoseräume haben wir jetzt erstmal vorübergehend fertig. So, das heißt, jetzt können wir uns nochmal darum kümmern, dass hier, wie gesagt, das Gebäude möchte ich als nächstes gerne haben. Das kaufen wir uns auch direkt. Bevor wir jetzt bezahlen müssen. Dann kann das nicht schon mal bauen. Dann können wir die umsetzen, weißt du? Warum hat eine Schwarze jetzt nicht die... Alter. Nicht Arbeit verweigern hier. Wo bist denn du? Ich such den jetzt einfach. Ich will den jetzt nicht irgendwie anklicken. Wo ist der schwarze Hausmeister? Bist du das? Bist du das? Ja, du bist das, so voller Sack, du. Das ist ein Geist. Du hast nur einen einzigen Job, dann kannst du Pause machen, wie du willst. In Bereitschaft. Hallo? An die Arbeit, Junge. Da ist ein Geist. Jetzt ist er weg. Pass mal auf, du. Wo ist er hin? Na, wo ist er? Der Geist. Ich fürchte ihn. Dode. Setz mal dich mal dahin. Da könnte mich jetzt ein Geist kommen. Tut aber nicht. Okay. So, das ist fertig jetzt da. Gesundheitsinspektion. Ja, ja, mach mal. Disco-Fieber für die Psychiatrie. Das ist schön. Psychiatrie haben wir, wie gesagt, von Anfang an gehabt. Wunderbar. Ich möchte ganz kurz, dass ihr hier... Personal. Hier können wir gar keinen mehr fortbilden, ne? Doch, die können wir fortbilden. Dann hätte ich gern, dass du jetzt befördert wirst und die Diagnostik da lernst. Immer einzeln. Es dauert vielleicht länger, den Lied abzugraden, aber ist wichtig. So, und hier, den hier bilden wir jetzt auch fort. Wir haben gerade ein bisschen Geld. In Kundenbetreuung 4. 30.000, yo. Gib ihm, aber hart. 2 von 7 nur. Ja, ist ärgerlich. So, das Geld brauchen wir ganz kurz hier, weil jetzt die Ausgaben nicht wiederkommen. Aber wir können schon mal umsetzen hier. Aber wir warten noch ganz kurz auf den nächsten Monat für wegen Geld. Two-Point Radio. This is Two-Point Radio and I am Nigel Bickleworth at your service. And so we begin another of our shows with a little something I like to call music. I call music. Ja, Allgemeinmedizin, Fortbildung fertig, sehr schön.
Dann können wir jetzt den nächsten Allgemeinmediziner nehmen, weil das ist natürlich, das muss ja im laufenden Bande weitergehen, das ist wichtig. Da bist du jetzt dran. Also stehst da gerade, sehr schön. Das ist doch praktisch, weil dann könnte ich mich direkt weiterbilden. Damit es hier klappt. Hier ist der Stau jetzt auch ein bisschen weggekommen, das ist gut. Jetzt können wir die hier umsetzen.